Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr an meiner Stimme sicher schon hört, mir geht es immer noch nicht so richtig gut, aber ich habe keine Folge mehr für morgen, also muss ich ganz schnell noch was aufnehmen. Und wie ihr oben links sehen könnt, ich habe es endlich geschafft. Trotz widriger Regenumstände heute und trotz, dass ich irgendwie zu gar nichts Zeit habe aktuell, habe ich es geschafft, mit Mirabelle ein Foto zu machen. Das werde ich euch genau jetzt einmal einblenden. Ja, und das heißt, dass wir auch die Quest weitermachen können. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo Mirabelle eigentlich ist. Rapunzel, die können wir übrigens auch noch machen, wo wir die gerade, ach, da oben, wo wir die gerade nämlich auch sehen. Dann porte ich mal eben rüber. Ignoriere mal hier meine ganzen Sachen, die ich eigentlich noch abernten muss. Oh, das nehmen wir aber noch mal kurz mit. Ich habe nämlich immer noch nicht das gefunden, was ich für Eve brauche. Also mittlerweile sind 2 Tage vergangen. Beide Tage bin ich hier rumgelaufen und habe alle Dinger hier weggemacht. Und ich habe es immer noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dran verbuggt ist oder was. Ich befürchte es mittlerweile schon fast. Warte, warte, warte! Ich bin so froh, dass du hier bist. Antonio wird die Bilder, die du gemacht hast, lieben. Aber einige dieser Chikioros sahen ein bisschen hungrig aus. Ich frage mich, ob wir versuchen sollten, sie zu füttern. Nein, sollten wir nicht, weil das habe ich nämlich immer wieder gemacht. Was glaubst du, ist ihr Lieblingsessen hier? Nichts von dem, was da jetzt drin steht. Ich komme jetzt gerade in Zimt, war es, glaube ich. Offensichtlich geschmolzener Schokoladen-Lavakuchen, genau. Irgendein Fünf-Sterne-Gericht? Obwohl, nee, es ist ja kein Gemüse. Ich sag mal Gemüse. Das ergibt Sinn. Aber welche Art von Gemüse? Wenn wir das Lieblingsessen der Chigiros herausfinden und sie füttern können, kann ich das in meinem Brief an Antonio erwähnen. Er will bestimmt wissen, ob sie wie die zu Hause sind. Es muss doch jemanden geben, der viel Zeit im wilden Dschungel verbracht hat und weiß, was sie mögen. Ja, ich, aber die richtige Antwort war nicht dabei. Optional. Frage jemanden, der viel Zeit im. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr davon im Inventar, ne? Mann. Oh, es tut mir leid, aber es ist echt schlimm heute mit der Stimme. Das können wir noch direkt mitnehmen. Vor allen Dingen ist das wieder dieser typische Moment gewesen. Vor der Aufnahme hat sich alles noch recht gut angehört mit der Stimme. Also soweit okay, sage ich mal. Und sobald ich die Aufnahmen gestartet habe, geht es wieder los. So, da haben wir was. Und jetzt füttere eins. Welch. Ah, da ist direkt eins. Bleib hier, komm her. Einmal dein Lieblingsessen, bitte. Ja, und jetzt in der Aufnahme ist alles von einmal. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. So, füttere eins. Ja, ich habe heute schon ein paar gefüttert, aber egal. Moment. Das sollte doch ihr Lieblingsfutter sein, oder nicht? Ich fütter die jetzt die ganze Zeit damit. Bin ich jetzt doof? Ich habe doch, meine ich, auch in meinem Blog geschrieben, dass das ihr Lieblingsfutter gewesen ist. Und jetzt steht hier oben, das ist gar nicht ihr Lieblingsfutter, oder was? Moment. Ich schaue nochmal eben in meinem schlauen Blog nach. Ja, ihr Lieben, ich habe mal wieder Quatsch erzählt, weil in meinem Blog habe ich es richtig geschrieben. Ihr Lieblingsfutter ist Kohl, nicht Zimt. Ich habe allerdings reingeschrieben, sie essen allerdings auch Bambus und Zimt. Und da man ja Zimt überall hier findet, habe ich die immer mit Zimt gefüttert. Das war natürlich sehr intelligent. Gut, wo bekomme ich jetzt Kohl her? Ich muss Moment, Moment, unbedingt mit dir Moment. Da reden. hinten ist noch was zum Verkaufen. Das heißt, hier habe ich auch was angepflanzt. Aber hier habe ich bestimmt keinen Kohl angepflanzt, ne? Obwohl, theoretisch, ist das hier nicht cool? Hallo? Achso, ich dachte jetzt, das wäre jetzt hier hinten hingeflogen. Ich wollte gerade sagen. Doch, das ist Kohl. Genau. Wunderbar. Dann machen wir hier nochmal ganz schnell einen neuen Kohl rein. Könntet ihr diese Dinger vielleicht nicht direkt hier vorplatzieren? Da wäre ich Schön, euch dich sehr zu verbunden. sehen. Dankeschön. So, da nehmen wir mal eben eins. Da können wir rausgehen. So. Dann machen wir das rein. Ach so, ja, ich muss ja gar nicht. Okay, dann füttern wir den jetzt mal mit seinem Lieblingsessen. Dann war das natürlich mit dem Gemüse doch gar nicht so schlecht, was ich eben angeklickt habe.
Oder wir füttern ihn nicht. Doch, da hinten hat er sich versteckt. Bleib hier, du wirst heute noch gefüttert. Moment. Cool. Da. Bitteschön. Es tut mir leid, ich war auf dem völlig falschen Trichter. Sprich mit Mirabelle. Bleib doch mal stehen. Warte. Die, was auch immer, lieben cool. Antonio auch. Besonders Mamas Repollo Guisado. Hilfst du mir, meinen Brief an ihn fertig zu schreiben, Gameplayerin? Ich brauche nur den perfekten Abschluss. Komm uns bald besuchen, wäre vielleicht auch schön, aber du sagtest, ihr habt zusammen gewohnt, richtig? Vielleicht an dem besten WG-Partner. Das hört sich so doof an. Adios, mein Lieblingscousin. Es hört sich auch ein bisschen langweilig an, aber das passt doch zu ihr. Eigentlich ist das wahr. Erzähl es nur nicht meinen anderen Cousins. Und fertig. Ich schicke den Brief sofort ab. Oh, das hätte ich fast vergessen. Während ich die was auch immer studierte, erfuhr ich von Eve etwas über die Affen im Land der Uralten. Sie hat mir gezeigt, dass sie verrückt nach Nachtisch sind. Vielleicht könntest du versuchen, sie mit denen zu füttern, die ich von Remi bekommen habe. Okay. Ah, Bananensplit. Das ist sogar noch ihr Lieblingsessen. Halt, stopp, nein! Warum ist das jetzt... Warum ist das jetzt zu Ende? Ich will nicht, dass das zu Ende ist. Wir haben doch gerade mal ein paar Minuten hier rumgemacht. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ach, jetzt haben wir was zu futtern bekommen für die Affen. Ein einziges. Naja, gut. Also über die Anzahl müssen wir dann nochmal reden, ne? Ja, mit Eve komme ich auch nicht weiter. Ich gucke nochmal, ob hier unten wieder neue Wirbel sind. Weil hier oben waren jetzt ein paar. Weil, wenn hier unten wieder neue Wirbel sind. Hier hatte ich ja, glaube ich, vor 2 Tagen einen gemacht. Der kommt aber irgendwie nicht wieder. Ich weiß auch nicht, warum. Und normalerweise hier im Wasser oder so, glaube ich, ist noch einer. Aber hier ist scheinbar wieder nichts Neues. Nee, da hinten, die sind auch immer noch weg. Das ist doch doof, Mann. Tja. Was sollen wir machen? Wir können entweder die Sache mit Merlin machen, mit der Puppe. Da haben wir ja auch noch ein Hühnchen mit zu rupfen. Oder wir können die Sache mit Rapunzel machen, aber ich schätze, das wird dann eine längere Aufgabe. Und das, ich glaube aber, wir machen trotzdem mal Rapunzel. Also seid gewarnt, es könnte sein, dass diese Folge etwas länger ist. Oder es ist so lange, dass ich die splitten muss. Dann kann ich da so einigermaßen normale Größen mitmachen. Wir schauen mal. Also wenn das nicht länger als 20 Minuten ist, dann kann ich natürlich alles in einen nehmen. Wie gesagt, die Sache mit Eve, also das nervt mich total. Es sind jetzt 2 Tage vergangen. In beiden Tagen habe ich tatsächlich alle Wirbel, die ich hier gefunden habe, weggemacht. Und vorne am Wasser, das ist mir aufgefallen, die Wirbel sind nicht wiedergekommen. Und da, wo wir eben waren, wo die Raumschiffe sind, die sind auch nur ganz, ganz selten wiedergekommen. Also es ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Ich mache mir da so ein bisschen Gedanken drum, ob wir diese Aufgabe noch beenden können. Ich bin froh, dass du hier bist, Gameplayerin. Ich möchte etwas Spaßiges für das Tal machen und ich glaube, es wird dir gefallen. Ich mag Spaß. Juhu! Okay, es geht los. Ich möchte einen Malkurs im Turm veranstalten. Das ist die beste Idee, die ich je gehört hatte. Du bist eine erstaunliche Künstlerin, Rapunzel. Du wirst den Dorfbewohnern bestimmt eine Menge beibringen. Brauchst du Hilfe? Ich plane hier viele Partys. Ich bin die Königin der, die Queen, die Party Queen, genau. Ich könnte die Einladungen verteilen oder dekorieren. Anstelle von Einladungen möchte ich diese besonderen Banner aufstellen. Auf diese Weise fühlt sich jeder willkommen. Aha. Könntest du das Banner irgendwo im Tal aufstellen, wo es jeder sehen kann? Es ist so gut wie erledigt. Was noch? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen aufräumen, mehr Staffeleien finden und alle Farben herstellen. Und natürlich muss ich zuerst die Materialien für die Farben sammeln. Oh je. Ich kann dir dabei helfen. Würdest du das tun? Das wäre der Hammer. Ich hole das Material für die Farbe, hoffentlich aus meinem Lager. Was brauchst du? Ich habe eine Liste gemacht. Ein paar Blumen, ein paar Felsen, ein paar Früchte. Wenn du sie besorgen und zu mir bringen könntest, fange ich mit den Farben an.
Gut, ich stelle das Banner im Tal auf und sammle all deine Materialien für die Farbe. Danke, Gameplayerin. Das wird der beste Kurs aller Zeiten. Ah, so ein Banner, okay. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Mein Tee hat er angenommen, ne? Ja. Ja, warum laufe ich jetzt eigentlich? Ich habe mir überlegt, der Platz, wo es alle sehen werden, wahrscheinlich, müsste ja bei Dagobert sein. Also ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Aber ich mache es jetzt mal der Story halber hier zu Dagobert hin. Steht halt eben nur, dass man es irgendwo im Tal aufstellen soll. Wäre nur schön, wenn ich das auch sehen würde. So, wir stellen es einfach mal dahin, damit man da jetzt nicht direkt draufläuft, beziehungsweise hängen bleibt. Wobei ich nicht so ganz weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Also wie die Leute dadurch erfahren sollen, was eigentlich abgeht. Aber na gut. Wabenstein. Ach du Schande. Was wollt ihr denn hier alles von mir? Es ist doch nicht euer Ernst. Mann, ich war so froh, dass ich so viel gesammelt habe. Und jetzt kommen die mir mit irgendwelchen komischen Sachen an. Grüne, glasartige Blumen. Das ist eine Blume, das ist eine Blume. Bernstein. Bernstein müsste ich dann, wenn ich das überhaupt habe, hier vorne drin. Ach ja, Moment. Genau, Bernstein. Was war das jetzt? 5, 4, 10. Wollt ihr mich veräppeln? Das ist die Hälfte von dem, was ich hier habe. Das hat so lange gedauert, das hier zu holen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das überhaupt her habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Kosmische Feigen, das habe ich oben. Das war nämlich vom Essen. Das sind die, die ich immer wieder quasi hier abpflücke. So, ich habe übrigens hier auch ein bisschen aufgeräumt. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon mal gezeigt hatte. Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind da schon mal reingelaufen. Moment, das oder die anderen sind kosmische Feigen? Das sind kosmische Feigen. Das weiß ich nur nicht mehr. 8 Stück. Das sind die, die ich geerntet habe, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist natürlich doof, weil ich hätte die... Also hier diese ganze Brigade, diese ganze Reihe hier und die Sachen, die da hinten noch sind, die wollte ich eigentlich regelmäßig abernten, aber ehrlich gesagt, ich habe da so überhaupt gar keine Zeit für momentan und ich habe ein Projekt nach dem anderen und komme irgendwie zu gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht. Hier sind aber, glaube ich, auch die neuen Blumen, ne? Grüne, glasartige Blumen. Können die doch eigentlich nur die meinen, aber die sind nicht grün. Ich habe hier so eine gelbe. Ach, die Dinger heißen grüne, glasartige Blumen, sind aber gelb. Okay, gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Da brauchen wir 6 Stück von. Dann machen wir das doch. 6 Stück. Zack. Dann rot leuchtende Blume. Ja, es sind viele, die rot sind. Die sind es nicht. 6 Stück brauche ich da übrigens auch von. Die sind's, ja, das war irgendwie Kapuziner oder sowas, ne? Die vielleicht? Ah, ja. Was habe ich gesagt? 6 Stück, glaube ich, ne? Nehmen wir rein. Ja. Und rosa Kaktusblüte, auch nochmal 6 Stück. Rosa müsste dann die hier sein. Okay, da bin ich sehr stolz drauf. Übrigens, die Sachen habe ich nämlich alle schön eingesammelt, immer wenn ich hier rumgelaufen bin. Wabenstein. Das könnte jetzt das sein, was am kompliziertesten ist. Was zur Hölle ist ein Wabenstein? Was wart ihr eigentlich für Dinger? Mysteriöse Blumen, ah ja. Okay, aber was ist ein Waben? Ich hätte jetzt gesagt, den hätte ich hier drin. Das ist ein Endlosstein. Wo bekomme ich einen Wabenstein her? Ist das ein Edelstein. Im Grenzland. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir brauchen allerdings 4 Stück. Das ist natürlich jetzt ziemlich schlecht. So, Moment. Grenzland ist... Grenzland. Grenzland. Grasland. Grenzland. Hier. Das ist hier oben. Die haben da aber sehr, sehr wenig... ja, ich bin im Wasser. Komme ich hier wieder raus? Ja. Die haben da aber sehr, sehr wenig
von den Dingern, die man abernten kann. Oh, hier ist nochmal eins. Da können wir mal kurz gucken. Nehmen wir uns natürlich auch wieder eine neue Blume mit. Ja, und wieder nichts drin. Also vom Gefühl her würde ich normalerweise sagen, wir müssen das für Eve, also hier aus diesen Wirbeln, müssen wir mehr vorne finden. Weil der Garten ist ja vorne und wenn das da irgendwie wirklich ja, mit einem Sturm oder was weggekommen ist, ist das auch noch Grenzland hier? Ich glaube ja, oder? Da müsste das ja theoretisch irgendwo vorne sein. Also an den Docks oder hier in diesen, wie heißt das hier unten? Aussichtspunkt zum Beispiel oder vielleicht auch in den Ruinen selber. Aber ich bin da durchgelaufen, mehrfach am Tag mittlerweile. Gut, ich hatte nicht immer viel Zeit, aber ich habe es wirklich gemacht, dass ich durchgelaufen bin und mich nur darauf konzentriert habe. Und es kam nichts. Also ich meine, Wirbel waren natürlich da, aber in keinem einzigen Wirbel war, ich glaube, das war ein Mülleimer, ne, den wir noch brauchen. Oh, das sieht ganz, ganz schlecht aus hier. Jetzt haben wir hier nichts mehr. Doch, hier haben wir noch einen. Also Wabenstein kann ich mir tatsächlich nur vorstellen, dass das hier drin ist. Wenn ich wenigstens mal einen bekommen würde, ne? Oh, Moment, da liegt noch was. Da liegt noch was, was man lesen kann. Oder nicht lesen kann. Gestern den Dschungel erkundet. Lange, nee, blonde Haare gesehen. Hatten wir das nicht schon mal? Ist da jemand? Nur meine Fantasie? Ich hoffe, ich habe noch keins entwickelt. Kein Haar oder was? Also Fantasie ist ja nicht damit gemeint. Er sagt ja keins. Ist jetzt für mich ein bisschen, naja. Ja, ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier aus den Steinen rauskriegen. Aber da wir jetzt natürlich nichts anderes mehr haben, was wir hier abarbeiten können, mache ich die jetzt vorsichtshalber auch mal weg. Oh, Moment, da hinten ist noch eins an der Ecke. Oh, lauf doch mal dahin. Oh ja, da ist was Gelbes drin. Aber da kriegen wir keine vier raus. Also selbst wenn da jetzt was drin ist, baue Wabenstein ab. Und ich hatte mal Wabensteine. Glänzender Wabenstein. Ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Oh. Ihr wollt mich doch. Dann hat man einen einzigen Wabenstein und dann ist das ein glänzender. Ich meine, normalerweise freue ich mich darüber, weil die Chance, einen glänzenden zu kriegen, natürlich wesentlich kleiner ist. Ja, es sind nur hier die und der Bereich hier oben. Aber gerade jetzt brauche ich natürlich keinen. Und gerade jetzt kriege ich einen glänzenden. Und ich muss keine Ahnung, wie oft dann nochmal hier vorbeikommen, damit ich überhaupt mal welche bekomme. Können wir da... Zählt das noch hier zu dem Bereich? Aber ich glaube, hier war sonst nichts, ne? Hallöchen. Moment, bist du jetzt die rosa Schlange? Ich bin mir nicht sicher. Weil ich habe noch nicht alle Schlangen. Ich meine, dann füttern wir die halt mal. Machen wir das mal kurz. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier auch nichts gesehen, wo man noch was abenden kann. Das ist doch wieder... Das ist wieder so eine nutzlose Folge, wo wir quasi wieder gar nichts machen konnten bisher. Mann. Hier ist ein Ei. Bitteschön. Ja, ich glaube, dich habe ich schon. Oder? Diese lilane Schlange. Ich meine, die habe ich schon. Oh nein, die hatte ich noch nicht. Ah, wie geil. Ja, cool. Dann haben wir zumindest hier noch was Positives, also noch was Neues quasi dazu bekommen. Sehr, sehr geil. Motiv. Aber ich bin am Überlegen. Also Wabenstein habe ich auf jeden Fall bekommen. Ich habe die aber wahrscheinlich in der Quest gebraucht. Oh. Ich drücke auf die falschen Tasten. Ich habe die wahrscheinlich in der Quest gebraucht. Das heißt, die sind alle weg, nehme ich mal an. Hier hinten sieht auch nichts danach aus, dass man da was abbauen kann. Komm, das nehmen wir jetzt auch mal kurz mit. Tja.
Ich fühle mich heute so nutzlos, ganz ehrlich, weil ich jetzt wieder nicht so richtig beenden konnte. Ja gut, doch, das mit dem Brief konnte ich immerhin beenden, wenigstens eine kleine Sache. Aber es ist so niederschmetternd irgendwie. Hier ist auch nichts mehr, so in diesen Zwischendingen oder so. Es ist auch blöd, man bekommt dann eine Aufgabe und man kann die Aufgabe dann nicht machen. Wieso zeigt ihr mir an, dass es da... Ach so, weil es da hochgeht. Ah. Den Zugang habe ich eigentlich gesucht. Weil das gehört offiziell auch noch mit hier zu. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man hier oben... Nee, da kann man auch nichts abbauen. Lesen? Die Tür zum Palast ist von der anderen Seite aus verriegelt. Es scheint, als hätte sich Jafar ins Innere zurückgezogen. Ja, gut, das wissen wir ja. Ich weiß aber halt immer noch nicht, was wir jetzt eigentlich hiermit machen können. Weil wir können ja immer noch nicht die Story weiterführen. Was seltsam ist, weil wir haben ja die Hauptstory damit abgeschlossen. Wenn wir Rapunzel, also wenn wir das alles jetzt hier gemacht haben, ich weiß ja nicht, ob noch was kommt. Oh, Moment, hier wird gerade wieder neu. Aber es sieht nicht so aus, ob da überhaupt irgendwas drin ist. Baue Mineralien ab. Ja, das ist schön. Freue ich mich auch drüber, aber es sind die falschen Mineralien. Och Mann. Da unten ist aber wieder was Neues. Jetzt habe ich so lange mit euch geschaut und geredet, dass sie sogar wieder neu kommen. Ich meine, das ist ja immerhin was Positives. Aber die haben halt alle nichts Gelbes dran, ne? Und das ist auch neu. Das hat auch nichts Gelbes dran. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn die was Gelbes dran gehabt hätten an einem, dann hätte ich ein einziges, was ich jetzt bekommen hätte. Und mehr auch wieder nicht. Ich weiß, da hinten in der Ecke war noch eins und da hinten in der Ecke ist noch. Nee, Moment, da ist noch eins. Ach nee, Moment, hier habe ich die Felsen, glaube ich, nur gemacht. Ja, das Einzige, was jetzt noch wiederkommen könnte, ist das da hinten. Und hier sind wir ja wegen der Schlange runtergelaufen. Tja, es ist halt wirklich blöd. Es ist. Ich weiß halt auch nicht, wann das wiederkommt. Das zählt jetzt nicht mehr dazu, die Ödnis, ne? Ach so, das ist dieser Weg hier, genau. Aber wieso ist das hier eigentlich offen? Da kann man doch gar nicht runtergehen. Und unten, das ist schon die Steppe. Tja. Ja, also schön, dass die jetzt wiedergekommen sind, aber anscheinend die, wo Edelsteine drin sind. Ah, nee, Moment. Jetzt sind allerdings keine Edelsteine mehr drin. Das ist natürlich doof. Tja. Ja, ich finde es halt richtig blöd, aber ich brauche eine Folge zum Hochladen. Dann stehen wir wieder so halb hier und ich kann nichts machen. Och, das ist. Kann man denn nicht einfach, wenn man eine Quest hat, zumindest für die Quest das alles einfach mal auffüllen? Ich meine. Ich guck noch mal. Ihr Lieben, ihr glaubt es nicht. Ich habe jetzt meine, ich glaube, vierte oder fünfte Runde gemacht und ich habe es endlich geschafft. Ich habe alle Materialien zusammengesammelt. Das heißt, der Teil, wo ich euch schweren Herzens erklärt habe, dass wir die Folge hiermit beenden, den überspringen wir einfach mal und den schneide ich raus. Und wir werden uns jetzt, ich bin hier schon total durcheinander, wir werden uns jetzt ganz schnell zu Rapunzel aufmachen, sodass wir die Aufgabe hoffentlich noch in dieser Folge beenden können. Ja gut, und wenn es natürlich zu lange dauert, ich weiß jetzt nicht, was sie noch alles haben möchte oder was man noch machen soll, dann wird es vielleicht ein bisschen Hallo, gesplittet. ich hoffe, du Aber ich bin kannst mir froh, dass wir da helfen. endlich weiterkommen. Vier Stück haben wir gerade so erhalten. Eieiei. Ich hatte tatsächlich gedacht, das wird jetzt so eine Aufgabe ähnlich wie mit Eve, dass die Sachen einfach nicht kommen. Die Sachen sind perfekt, Gameplayerin. Die Rosatöne sind so rosa, die blauen so blau. Ja, das Oh. sollte, glaube ich, so sein. Ich fange besser an, die Farben herzustellen. Die Dorfbewohner sollten bald zum Turm kommen. Und du auch. Sobald du angekommen bist, können wir mit dem Unterricht beginnen. Okay. Auf Wiedersehen und Das komm heißt, bald wieder, damit wir reden können. ich muss nur zum Turm. Nur ist gut. Ich habe hier gerade völlig die Orientierung verloren. Moment, ich glaube, ich muss. Doch, ist doch die Richtung, okay.
ist es blöd, wenn man den Turm, ah, jetzt, doch, jetzt sehe ich ihn, wenn ich hier rumlaufe, wenn man den Turm gerade in dem Moment nicht sieht und dann denkt, okay, Moment, wo muss ich jetzt hier eigentlich hin? Weil, also ich sag mal, ich kann es schon, ich kenne mich hier schon recht gut aus mittlerweile, aber manchmal denke ich dann auch, okay, war es jetzt links oder rechts rum? Wie rum stehe ich gerade? Und die anderen sind auch schon da. Sprich mit Rapunzel. Oh, das sieht aber schön aus hier. Kann man da, Moment, Moment. Ich muss mal eben versuchen. Kann ich das so von außen? So. Och, Mensch, Rapunzel. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich wollte ein schönes... Ja gut, das machen wir jetzt mal mit. Ich wollte ein schönes drüben. Bild machen. Und ich habe ein neues Abenteuer für uns. Guck die so böse. Warum muss die denn so böse gucken? Ich wollte ein schönes Bild machen, Rapunzel, wo du auch gut drauf aussiehst. Na komm, mach das Ding weg und guck mal in die Kamera. Sonst sind immer alle voll begeistert. Oh, Kamera, Selfie, direkt dahin rennen und sich dazwischen stellen, obwohl man gar nicht mit aufgenommen werden sollte. So, okay, das ist zumindest besser, als wenn das Ding hier die ganze Zeit im Hintergrund, ne, stört. Ja, jetzt rennt sie weiter, ja super, das war ja klar. Ach, Eva habe ich gar nicht mehr drauf, aber okay. Du bist hier. Ha. Und schau, drei Dorfbewohner sind auch gekommen. Oh, ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Alle hier sind wirklich freundlich. Außerdem weiß sie, was sie tut, das stimmt. Stell dir alle einen Schlafanzug vor. Du hast recht, das sind meine neuen Freunde. Sie wollen malen und ich weiß, wie man malt. Ganz genau, du hast es verstanden. Okay, jetzt geht's los. Hallo. Hallo alle zusammen. Wir haben jede Menge Material, damit ihr loslegen könnt. Stellt euch euer Bild zuerst im Kopf vor. Oder erfindet es einfach nach Lust und Laune. Habt einfach Spaß. Ihr könnt glückliche kleine Kapybaras malen oder das Tal oder was immer ihr euch erträumt. Gameplayerin, während ich die Farbe anrühre, könntest du mit den Dorfbewohnern reden und sehen, was sie erschaffen? Wir sehen uns bald. Ja. Moment, Eve kann ich doch jetzt... Aufgabe. Oh. Nee, neue Aufgabe können wir ja nicht machen. Ach so. Nö, mit ihr können wir tatsächlich nicht reden. Nur mit den beiden? Dann lass mich mal raus hier. Hey, hallo. Diese Farbe ist ganz anders als die meines Freundes Rafiki. Und ich kann keine Pinsel benutzen. Aber ich werde mit dem arbeiten, was ich habe. Wie Timon und Pumba sagen, Hakuna Matata. Hey, sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Weiß ich nicht, ich sehe ja nichts. Ja gut, besonders kreativ war jetzt vielleicht nicht. Aber sieht schon nett aus. Ich liebe es, so kreativ. Wirklich? Hast du? Natürlich, ich binde dir keinen Löwen auf. Was? Oh, der war gut. Mach's ja, gut. Den fand ich auch gut. Hallo. Holla, Gameplayerin. Bei meinem heutigen Bild denke ich an Selbstdarstellung. Meine Familie und Casita, meine Lieblingsinspirationen. Ja, Selbstdarstellung hat so gut getroffen. Was denkst du? Es ist ein Selbstporträt, inspiriert von der Kunst an den Türen, die Casita kreiert. So eine kreative und persönliche Idee. Casita wird es lieben. Ja, Casita wird es lieben. Glaubst du? Ich kann es kaum erwarten, es mit nach Hause zu nehmen. Alles hier macht so viel Spaß. Wer hätte gedacht, dass es so viele verschiedene Arten an Bäumen und Blumen gibt? Ah, jetzt kann ich nach Eve sehen, okay. Name? Hey Eve, du hast noch gar nichts mit deiner Leinwand gemacht. Brauchst du Hilfe? Ja. Aufgabe? Du musst weder Farbe noch Pinsel benutzen. Du kannst dein Werk so gestalten, wie du willst. Eve? Ich wollte gerade sagen, aber explodieren lassen sollte es jetzt nicht. Ha! Wow, Eve, du hast gerade mit deinem Laserarm ein rauchendes Loch in die Leinwand gemacht. Das ist Kunst. Dein Laser ist stark, genau. Du hast einen laserscharfen Sinn für Kunst. Gute Arbeit, Eve. Ich muss unbedingt mit dir reden. Und ich muss hier unbedingt... Kann man das noch? Kann man das noch? Ich möchte gerne... Ja, ich weiß, ich nerv euch damit, aber trotzdem, ich möchte hier gerne so ein... Jetzt ist Rapunzel weg, oder was? Okay, weil so sieht man ja wenigstens dann auch die Bilder.
Rapunzel, mach mal schnell das Ding weg. Ich will dich auch sehen, da hinten in der Ecke. Ach, nein, das ist nicht wahr. Das guckt ja auch noch so blöd. Alter! Und Rapunzel guckt in die Ecke. Sag mal, ihr habt sie doch nicht alle. So, wenigstens gucke ich jetzt nochmal da rein. Das ist das Wichtigste, dass ich gut gucke. Nein. Okay, sprechen wir mal mit Rapunzel. Wenn ich sie denn ansprechen dürfte. Komm doch mal aus der Ecke raus oder lass dich doch mal ansprechen. Oh, das war unglaublich. Und es war so schön, Besuch zu haben. Oh. Danke, dass du mir bei den Vorbereitungen für den Kurs geholfen hast, Gameplayerin. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier, ich habe etwas für dich zusammengestellt. Es ist eine Leinwand. Ich dachte, du könntest selbst ein Kunstwerk erschaffen. Warum treffen wir uns nicht bei dir zu Hause und hängen gemeinsam ein paar Kunstwerke auf? Weil ich die Aufgabe abschließen wollte, vielleicht deswegen. Triff Rapunzel an deinem Haus. Na gut, geh doch mal aus dem Weg hier, sonst komme ich nicht raus. Du auch. Mann, ich bin so breit. Ich brauche den Platz. Ah, okay. Mal schauen. Es hört sich ja doch eher an, als ob das Ganze ein bisschen länger dauert, ne? Kunstwerke aufhängen. Tja, das heißt, wir müssen jetzt die Sachen aufhängen, die wir bekommen haben, oder müssen wir... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir bleiben einfach mal hier unten. So, Rapunzel. Hänge dein neues Kunstwerk in dein Haus auf. Stelle sicher, dass du zuerst mit einem Hauch von der Magie und deinen neuen... Was? Stelle sicher, dass du es zuerst mit einem Hauch von Magie und deinen neuen Motiven verzierst. Könnt ihr mir das mal übersetzen? Ein Hauch von Magie, da meinen die jetzt aber nicht. Ach so. Ein Hauch von Magie, Haftungsausschluss. Ein Hauch von Magie ist ein Werkzeug, mit dem du deine Kreativität zum Ausdruck bringen kannst. Bitte achte darauf, dass du Inhalte erstellst, die für alle Zielgruppen geeignet sind. Ja, ich glaube nicht, dass man irgendwas Perverses drauf malen kann, oder? Und vermeide es, etwas Unangemessenes oder Beleidigendes zu erschaffen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was interessiert die das, was ich für mich selber erschaffe? Danke, dass du eine sichere Gemeinschaft für alle... Gemeinschaft? Egal. Ein Hauch von Magie. Du kannst das Material deines ausgewählten Gegenstands jederzeit ändern. Füge einen Gegenstand bis zu 50 Motive hinzu, verändere die Reihenfolge. Okay. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich kann es auch nicht drehen. Ja, doch, jetzt kann ich es drehen. Und wie mache ich das jetzt? Was mache ich jetzt? Ebenen? Was ist denn Blütezeit? Achso, das sind die... Okay. Magisch hört sich gut an. Genau. Himmlisch, schurkig. Schurkig. Ist das nicht Stitch oder was? Ja, hier. Das ist zwar nicht schurkig, aber ich hätte gerne Flucht der Karibik hier im Spiel, ja? Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, der ist doch süß. Passend zu meinem Wölferudel. Platzierung der Motive. Oh, ich kann nicht mehr reden. Ich bin hier schon so aufgeregt. Verändere das Motiv mit einem Ebeneneffekt. Okay, Moment. Wir ziehen das. Können wir das nicht noch größer ziehen? Oh. Schade. Wieso kann ich hier eigentlich keine Farben reinmachen? Sonstiges? Das sind keine Farben, ne? Das ist nur... Ich möchte hier Farben drin haben. Formsymbole. Das sieht so langweilig aus, wenn ich da keine Farbe im Hintergrund habe. Ach, Moment. Ah, okay. Das könnten wir jetzt in Pink machen. Obwohl so dunkel... Naja, gut, das sehe jetzt hier oben, hier unten vielleicht nicht so schön aus. Aber, nee, ich würde gerne dieses, genau, dieses Metall, wenn auch nicht so ganz genau so. Wie kann ich das jetzt schließen? Escape ist schließen, aber Escape speichern, beenden, okay, gut, ist das bearbeiten? Das ist dann bearbeiten. Also kann ich es nicht so abspeichern, dass ich es nochmal habe. Okay, dann nehme ich das.
Und hängen das hier so neben der Tür auf. Genau. Sprich mit Rapunzel. Also ich finde es schön, bis auf dass da dieses, ja, störende, ich denke mal, das soll ein Vollmond sein oder so, dieser störende Kreis drin ist. Aber hiermit dann auch einen lieben Gruß an alle, die bei mir im Rudel sind und eventuell dieses Let's Play verfolgen. Das habe ich hier nur für euch hingehangen. Und falls wirklich jemand dabei ist aus meinem Rudel von Teso, der dieses Let's Play verfolgt, schreibt doch gerne einen Kommentar und hinterlasst einfach mal einen Gruß, dass ihr das Ganze gesehen habt. So, Rapunzel, was stellst du dich hier schon wieder so in die Ecke? Dein neues Kunstwerk ist wunderbar. Ich spüre definitiv ein paar kreative Gedanken. Du nicht auch? Ich kann es kaum erwarten, mehr zu kreieren. Naja. Oh, das macht mich so glücklich. Weißt du, das ist alles, was ich wollte. Etwas mit neuen Freunden teilen. Und du hast einen großen Teil dazu beigetragen. Ich fühle mich so frei und inspiriert. Das verdanke ich nur dir. Versprich mir, dass wir bald wieder zusammen malen werden. Oh, und bevor ich es vergesse, hier. Ich habe etwas schönen Stoff gefunden, den ich für etwas Besonderes aufgehoben habe. Ich dachte, das wäre genau deine Farbe. Also habe ich dir das hier gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Ah ja, das ist die Belohnung, dass wir die Quest abgeschlossen haben. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ich halte mich jetzt auch nicht mit langen Reden auf, weil die Folge ist sowieso schon so lange geworden. Ich werde das Ganze dann so ein bisschen zusammencutten, damit das nicht ganz so Überlänge hat. Und natürlich den Teil rausschneiden, wo ich gesagt habe, dass ich das in dieser Folge nicht mehr hinkriege. Ja, damit danke ich mich fürs Zuschauen und wie gesagt, alle, die bei mir im Rudel sind und das jetzt hier sehen sollten, zufälligerweise und nicht nur Alpha-Wölfe natürlich verfolgen, sondern auch hier Gameplayerin den Channel, die dürfen jetzt gerne einen Kommentar schreiben und sagen, hier, hallo, ich bin bei dir im Rudel und ja, ich hab's gesehen und schöne Grüße zurück oder irgendwie sowas in der Art. Ja, super, dann schaue ich mal, ob wir das eventuell nochmal hinkriegen mit Eve. Ich werde weiterhin fleißig hier in der Gegend herumlaufen. Sollte das nicht funktionieren, dann werden wir wirklich was machen, was ich eigentlich nicht machen wollte, weil dann werden wir bei Merlin weitermachen mit der Quest, wo wir ja laut einem Kommentar von einem Zuschauer nach einem speziellen Baum suchen müssen, der wohl was drauf hat. Ich weiß jetzt nicht mal, ob er gesagt hatte was, aber der hat wohl irgendwas auf dem Baum drauf. Und dann werden wir das halt in der nächsten Folge machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.